Hallo. Zu viel Kaffee getrunken, gerade auch meine Stimme ist voll am Arsch. Aber es geht weiter, wir müssen noch eine Nebenquest. Irgendwie ja trotzdem interessant, das vielleicht alles noch mitzumachen. Gerade, hey du, nein, du vielleicht, du. Ihr? Weißt du, wie? Wenn du eine Meisterin im Schneidern werden willst, reicht technisches Können allein nicht. Du musst dich Evan anschließen, dem komischen König aus dem... Oh, da ist er ja. Du musst dich mit ihm Nadelstich an den zukünftigen Träger denken und dem Werk deines persönlichen Not verleihen. Yes. In Ordnung, Ski. Ich schreib's mir hinter die Ohren. Ich glaub's mir, ich tritt in Pudel. Pudel, Entschuldigung. Du bist doch der berühmte König Evan, oder? Ja, ich bin Evan, aber berühmt? Nur keine falsche Bescheidenheit. Jeder weiß davon, wie du Goldorado gerettet hast. Du bist unser Held. Du kommst genau richtig. Was meinst du, Ski? Das wäre doch perfekte Gelegenheit für dich. Du hast absolut recht, Ski. Das kann doch nur ein Zeichen des Schicksals sein. Excuse me? Nun, ich glaube, ich habe das von den Faden verloren. Wovon sprecht ihr gerade? Gosh. Oh, Verzeihung. Ich bin Ski Tzu, eine Schneiderin. Und das ist mein Lehrling. Ski Huawa. Huawei. Eigentlich habe ich meine Lehre kürzlich abgeschlossen. Jetzt bin ich verzweifelt auf der Suche nach einer Stelle. Und genau jetzt tauchst du hier auf. Unser beider Schicksal muss miteinander verwoben sein. Du brauchst in euren reichtumsfähige Leute. Meine Spezialität ist das Nähen. Ich kann neue Kleider machen und jede Art von Loch flicken. Das wäre natürlich sehr nützlich für neue Rüstungen. Gut, ich würde mich freuen, wenn du uns hilfst. Du fackelst nicht lang, Evan, wie ein wahrer Held. Und ich bin froh, dass mein Schützling in guten Händen ist. Ja, dann brauche ich nur ein Widmungswürn von dir. Was, echt? Ein Widmungswürn? Es ist ein Brauch in Goldorado, dass Kleiderhändler von ihren Dienstherren ein Zwirn erhalten. Es steht für ein Band zwischen den beiden und den symbolischen Zwirn soll die Treue verstärken. Das ist die offizielle Version und natürlich soll der Dienstherr so beweisen, dass er uns problemlos Materialien besorgen kann. Ach so, yes. Genau, ach und genau nebenbei, ich mag grasgrüne Zwirn am liebsten. Alles klar, ich besorg's für und hol ihn dich dann ab. Jo, ich werde auf dich warten. So, dann los geht's. See you. Ich warte hier so lange. Wo kriege ich den grasgrünen Zwerg überhaupt her? Ein Spule Gras. Okay. Echt gute Frage. Tagebuch? Wo sehe ich denn, woher ich den bekomme? Infos, Optionen? Geselliger Bazar? Oh, Fundorte. Geselliger Bazar. Wo ist der denn? Gibt's hier... Geselliger Bazar? Wo ist das? Ich habe doch keine Ahnung. Egal, Hauptquest. In the library. Shh. We'll have no rubberneckers here. You need the proper accreditation before I let you touch my bookie wookies, yes? Was sind denn deine bookie wookies? Dürfen wir die touchen? Oh mein Gott, das ist das. Dieses Archiv darf nur betreten werden, wer einen Archivausweis besitzt. Und einen Ausweis bekommen von mir nur die, die ich für geeignet halte. Na dann, wir hätten gerne einen davon. Wir wollen etwas über die Geschichte der Welt erfahren und würden dazu gerne hier gelagerte Schriften zu Rate ziehen. Was du nicht sagst, die Geschichte der Welt mit dem Wissen aus meinem Archiv? Verstehe. Wenigstens kommt ihr mir nicht mit einer dieser lächerlichen Ausreden. Gefällt mir. Bitte, Frau Irma.
Bitte gewähren Sie uns Zutritt zum Archiv. Herrschaftszeiten, wie viele von euch unverfrorenen Zeitgenossen gibt es denn noch? Obwohl, du siehst ja recht niedlich aus. Na schön. Wenn ihr mir 3 Gefallen tut, will ich euch ausnahmsweise diese Erlaubnis geben. Denkt drüber nach, ihr Liebchen. Ich werde hier warten. Einmal müssen wir ihre Bookie-Bookies antasten. So, Moment. Speichern. Ich speichere einfach auch mal. Kann ja nicht schaden. So, zack. 8 Stunden spielen wir das schon. Hallo. Habt ihr es euch überlegt, ihr Süßen? Also gibt es 3 Dinge, die ich unbedingt brauche. Und zwar als erstes eine Kaminrose. Eine wunderschöne tiefrote und äußerst seltene Blume. Wundersamerweise wurde sie vor kurzem in dieser Gegend gesichtet. Kannst du sie nicht selber pflücken gehen? Auf keinen Fall. Ich bin schließlich die Direktorin dieses Archives. Ich kann hier nicht weg. Wo können wir diese Blume denn finden? Hoch oben auf einer Klippe, etwas nördlich von Colorado. Zu Fuß dürfte sie schwer zu erreichen sein. Ich fürchte, da fehlt uns die Möglichkeiten. Momentchen, da fällt mir ein. Kennst du vielleicht den Zauber Brücke? Mit ihm macht man versteckte Wege sichtbar. Damit wird das ein Klacks für euch. Brücke kenne ich nicht. Und was man nicht kennt, kann man auch nicht näher erforschen. Na, ich will mal nicht so sein. Ausnahmsweise werde ich euch jemanden empfehlen, der sich damit auskennt. Dalmatina, die berühmte Orakler. Wenn ihr sie als Talent für euer Land gewinnt, kann sie euch helfen, diesen Zauber zu erforschen und zu erlernen. Aber so eine ehrwürdige Orakula wird sich ja nicht so einfach nach Minneapolis übersiedeln, oder? Wenn du dich da mal nicht so irrst, König Evan ist schließlich bekannt wie ein bunter Hund, seit er Goldorado gerettet hat. Es gibt viele Leute, die bereits wären, in dein Land zu folgen, Junge. Wirklich? Dann lass uns gleich mal mit Dalmatina reden. Vergesst aber meine Kaminrosen nicht, ja? Lasst mich nicht zu lange warten, ihr Lieben. Küsschen! Schauder. Kriege ich echt gerade einen Schauder. Ich lese einfach. Ja, na gut, dann wollen wir mal raus. Mit Dalmatina reden. Dip. Excuse me. Ich habe auf dich gewartet, Evan. Irma hat mir schon einiges über dich erzählt. Gosh. Was, du bist Dalmatina? Ich dachte, als Orakler wärst du bestimmt schon erwachsen. Bist du nicht selbst noch ein Kind? Naja, wenigstens bist du ehrlich. Im Gegensatz zu diesem Land hier. Ich habe keine Lust mehr auf Colorado. Die Mogelwürfel und so waren ein echter Schock für mich. Dabei hatte ich so großen Respekt vor Sixtinius. Aber er wurde von einem dunklen Magie beeinflusst. Ja. Ja, ich weiß, trotzdem bin ich seitdem nur noch deprimiert. Verstehe. Irma wollte dabei helfen, dass du mal auf andere Gedanken kommst. Wie wär's mit Tapetenwechsel? In Minneapolis ist genug Platz für junge Talente. So. Du hast Sixtinius Betrügereien ans Licht gebracht. Du scheinst ein ehrlicher und aufrichtiger König zu sein. In deinem Königreich könnte ich sorgenfrei leben. Nun dann? Genau, wenn du 3 Plasma-Skelette besiegst, folge ich dir in dein Königreich. Was jetzt? Wieso denn plötzlich? Wir waren doch schon einig. Ich will mich nur vergewissern, dass Evan jemand ist, der nicht betrügt und sein Versprechen hält. Unehrlichkeit kann ich nicht verzeihen. Okay. Wir killen 3 Plasmaskelette. Dann mal raus hier. Reisepunkt. Wir nehmen einfach das direkt vor Goldorado, würde ich sagen. Und ich trinke so lange Kaffee. So, da ist ein Plasmaskelett. Komm her. Komm her. Lass dich hauen. Oh, da sind doch 3. Come on.
Zählen die als drei? Oh, okay. Alles klar, es sind drei. Dann können wir ja direkt wieder zurück nach Goldorado. Reisepunkt. Ich liebe Schnellreisen. Gab es Schnellreisesysteme in Ni no Kuni 1? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. So, tja, dann wollen wir mal. So, kommst du mit? Wir haben sie wie versprochen erledigt. Echt? Wir würden nicht lügen. Die Sterne haben vorausgesagt, dass ihr euer Versprechen halten würdet. Du hast deine Ehrlichkeit bewiesen. Ich werde wie versprochen in dein Königreich kommen. Das ist toll. Vielen Dank, Dalmatina. Na toll. Du möchtest Brücke meistern, oder? Der Zauber ist aber nicht einfach und benötigt etwas Vorbereitung. Wie wäre es, wenn du für unsere Magieforschung arbeitest? Wir haben ein großes und gutes Ausstattungslabor. Oh, das sollte kein Problem sein. Mit der richtigen Ausstattung kann ich den Zauber schnell vorbereiten. Schick, gehen wir schnell nach Minneapolis. Und der König aus... Ja, klar, das war mal klar. Okay. So, und wir können... Standard... nach Minneapolis. Das ist die Schnellreise. Total cool, wir brauchen einfach nur Dreieck drücken. Weil wir hier eh am meisten überall hin, immer wieder hinkommen. Ah, wo ist denn das Zauberding? Ah, Magielabor. Alles klar. Tja, wen könnten wir da nur zuweisen? Tja, Forschung von Brücke. Oh, uns fehlt die Kohle aktuell. Alles klar, ich muss mal kurz Geld einholen. Ein wenig Steuern holen. Okay, sehr schön. Oh, Entschuldigung, Königreich ausbauen ist angesagt. Forschen. Okay, was können wir denn hier? Haben wir dafür irgendwen? Na, passt doch nicht gut hier hin. Pennys Markt natürlich, Penny. Erstmal zu Penny. Laika, Kampfsportler. Okay, auch nicht so das Passendste. Was kommt denn hier hin? Ein Bazar. Ja, der gemütliche Bazar ist fertig. Ist es da, wo wir jetzt den Stoff kaufen konnten? Mizerike. Sofa von Herzen. Da muss ich gleich mal wirklich vorbeigucken direkt. Das Mieterlabor. Niemand geeignet bis jetzt, aber gebaut haben wir es schon mal. Das ist doch schon mal gut. So. Erforscht. Wurde vollständig erforscht. Sehr schön. Thank you. Vielen Dank. Jetzt kann ich mit Brücke überall Wege entstehen lassen. Ah, du hast ja keine Ahnung. Dieses Zauber kann man nicht einfach überall einsetzen. Er macht nur versteckte Wege sichtbar. Also nutze ihn, wo du vermutest. Wenn du einen Ort findest, der verdächtig danach aussieht, als könnte da ein Weg hingehören, untersuche diesen Ort einmal genauer. Verstehe, so funktioniert das also. Aber sag mal, ich habe doch gerade mit meinem Auftrag von Irma zu tun, richtig? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr euch nicht viel Zeit damit lassen. Gosh. Stimmt, wir müssen die Kaminrose auftreiben. So, Dalmatina, was ist das denn hier? Lernen und Verbessern von Magie. Ach, okay, krass. Sehr gut.
Wir können Magie verbessern und so. Rotwurz. Feuerball wurde verbessert. Yeah! Naja, das geht nicht mehr. Da fehlt uns prächtige Koralle. So. Er hat gerade keine wirkliche Magie. Blitzlicht. Ja, komm, rein damit. So, Shanti. Blitzlicht, Level 2. Steinbrecher. Naja, okay, passt schon. Ciao. Der Bazaar. Wo ist der Bazaar? Ist das der Bazaar? Hey, verkaufst du da was? Ja. 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 Ich liebe es, wenn das Wetter so gut ist, dass ich die Wäsche draußen trocknen lassen kann. Ich kann so gut schlafen, bitte. Was? Und was jetzt? Was kannst du? Warum? Also, hallo? Ach so. Wie war das mit dem Garn? Korallenroter, cremefarbener, Zwirn, irgend Zwirn. Wir brauchen aber einen grünen, oder? Dosenfischmarkt. Können wir hier irgendwen gerade zuweisen, der da reinpasst? Nee, aber da dürfte doch Bolin hingehören, oder? Der ist doch Schmied. Beruf Schmied, okay. Waffenwerkstatt, vielleicht hier? Na also, passt doch. Kampfsportlehrerin. Tja, keine Ahnung, wo ich Leica gerade hinstopfen soll. Kaserne, wahrscheinlich in der Kaserne. So, Kaserne ist fertig. Vielleicht hier rein. Mal gucken. Auch nicht. Bergarbeiterstation. Pfadfinderhütte. Ach, wir bauen das mal alles einfach irgendwo hin. Aha, und Pia hat dafür auch die Eignung. Hm. Aber Leica hat. Mehr Schwung, der Laufgeschwindigkeit im freien Wildbahn steigt. Oh, nice. Zertrümmern von Objekten. Lagerfähigkeit, hä? Okay, dann wollen wir mal. Okay, Bergstation ist auch fertig. Shanti ist dafür geeignet. Und wo ist sie aktuell? Okay, dann soll Shanti mal da rumgammeln. Da ist noch niemand für geeignet. Was passiert hier? Ach so. Das läuft. Das läuft auch. Forschen. Mal gucken. Tante Martha. Expertise 150. 120. Das kann sie. Das war teuer. Verdammt. Da habe ich zu spät drauf geachtet. Was soll's. Talente. Forschen. Mal gucken. Was können wir denn hier Schönes forschen? 170 brauchen wir dafür. Fernkampf. 120 haben wir. Qualitätswaffen. 200. Scheiße. Oh, da fehlt uns einfach das Geld für. Na gut, dann bleibt ja nur noch gern Kaminrose pflücken. Alles klar, dann müssen wir das wohl machen. Hier geht aktuell nicht so wirklich was. Was mit dir, Roland? Warum stehst du hier so rum?
Tatbedarf dürfen in den Eindruck mehr rechnen. Man setzt sich verabschieden, das erinnert mich an politische Arbeit in meiner Welt. Wenn es etwas gibt, das du über das Führen eines Königreichs wissen möchtest, kannst du mich vielleicht mit meinen politischen Erfahrungen weiterhelfen. Ja, kannst du bestimmt. Passt schon. Aber in erster Linie müssen wir weiter. Achso, wieder zurück nach Goldo, bla bla bla. So, tja, Hauptstory oder... Wollen wir mal. Da hinten leuchtet irgendwas. Ach so, das ist ja so ein Kampfding. Alles klar, ich glaube, da müssen wir mal echt einen miesen Weg dahin nehmen. Wartet mal. Wie komme ich denn da hoch? Ah, so. Ist ja schon mal ein Anfang. Düdelum. Düdelum, 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 düdelum. Narrenwald? Moment, da stimmt was nicht. Hä? Die halten mich doch zum Narren. Moment. Ich will nicht zum Narrenwald, ich will da irgendwie hochkommen. Und es muss ja irgendwie einen Weg dort hochgeben. Ach, vielleicht von der anderen Seite aus? Ach je, was für ein weiter und erschwerlicher Weg. Flimmerfee. Oh, die greift uns sogar noch an. Hat die ein Problem? Erstmal aufsammeln. Oh, komm, bleib stehen. Bim. Okay, so. Kann es sein, dass ich da jetzt auch gerade nicht hinkomme? Nee, kann nicht sein. Da komme ich hin. Aber ja, das sieht eindeutig so aus, als müsste hier ein Weg sein. Hier muss der Ort sein, von dem Irma erzählt hat. Also sollte ich die Kaminrose auch in der Nähe sein. Was schreibt man? Hey Evan, wäre doch praktisch, wenn wir einen Weg finden würden. Findest du nicht? Jo, da hast du allerdings recht. Okay. Brücke. Okay, gibt einen neuen Eintrag. L3, Details. Die Hügelland ist rechts, bla 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 bla. Linke Bild, sogenannte Bürstenhirse. Nennt man das also. Bürstenhirse. Okay, ja, toll, ganz toll. Neulich habe ich auf der Straße ein Radio gemacht für... Was für eine Frau? Sie hat so einen eisernen Blick zugeworfen. Hast du gefragt, ob du das Bild hochladen darfst? Husky hat doch auch Matchbook, oder? Oh. Das hier ist also gestreifte Nasen, Rapaima. Eine wirklich lange Nase? Blablabla, wie groß werden die denn? So um die 2 Meter werden die schon. Boah, echt so groß? Dum, 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 dum. Und das hier ist wahrscheinlich noch höher. Oh, Truppe Level 16. Ja, alles klar. Oh, ein erlebtes Soldatenschwert.
Und da ist die Rose. Das ist also die Kaminrose. Wir kamen, sehen und nehmen alles mit. Jetzt schnell ab in den Irmchen und das Ding abgeben.